aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war da, und das Wort war Gott. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott, alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab für ihn und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Amen. Ja, zuerst habe ich das Buch empor gehalten, das Evangeliar, jetzt halte ich ihn empor, und das passt so gut für das heutige Evangelium, denn dieses Buch, da ist das Wort des Vaters drinnen. Und hier sehen Sie das endgültige Wort des Vaters, das Wort in Person. Auf vielerlei Weise hat Gott gesprochen in der Geschichte, immer wieder zu den Menschen. Das ganze Alte Testament kann man davon voll finden. Aber in diesen letzten Zeiten hat er sein letztes Wort gesprochen. Mehr geht nicht.
Wenn man kann sagen, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich einmal, dann glaube ich an dich. Ja, er hat sich gezeigt und man hat dennoch an ihn größtenteils nicht geglaubt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er sagt, der kleine Jesus, zu dir, du gehörst mir. Und wenn du das sagst, dann öffne dein Herz und dann gehöre ich dir. Stellen Sie sich vor, Gott gehört Ihnen, weil Sie Gott gehören. Es ist ein gegenseitiges Schenken und eine gewaltige Freude. Singen wir diesem Jesus unser Lied auf dem Zettel, das liebe Jesulein, nehmen Sie den Zettel, denn diese Botschaft muss nicht nur in das Hirn dringen, sondern vor allem zuerst in das Herz. Liebes Jesulein, ich habe dich so lieb, dich will ich loben und preisen. Das noch einmal, jetzt kennen wir schon sehr gut, gell? Liebes Jesulein, ich habe dich so lieb, dich will ich loben und preisen in alle Ewigkeit. Ich danke dir, o Ja, dieses Jesulein möchte uns besuchen. Ich habe gestern am Abend schon gepredigt, dass es ein besonderes Erlebnis der Heilung sein kann, diesen kleinen Jesus aufzunehmen. Er bringt die Gnade mit, dass wir das Gleiche tun können wie er. Mach's wie Gott, werde Mensch. Und dass wir ganz Mensch werden, das heißt in diesem Fall ganz wir selbst sind, nicht entfremdet durch die Sünde oder Verletzungen des Herzens. Wenn Sie es möchten, können Sie jetzt Ihre rechte Hand auf Ihr Herz legen. Irgendwie als Zeichen, jetzt kommt das kleine Jesulein zu Ihnen ins Herz und berührt genau die schmerzhaftesten Stellen. Und das wollen wir. Warum? Weil er der Arzt der Seele ist. Der kleine Arzt der Seele. Singen wir es ganz zart, dieses Lied. Oder auch, Sie können auch nur die Hand aufs Herz legen. Denn er möchte uns freisetzen. Liebes Jesulein, ich habe dich so lieb, dich will ich loben und preisen in alle Ewigkeit. Ich danke dir, o Jesulein. Ich schließ dich in mein Herz hinein, o mein liebes Jesulein.
Es ist schön, in diesen Tagen diesen Glauben im Herzen zu tragen. Wie sehr brauchen wir in den Herausforderungen des Lebens dieses Wissen, dass er mit uns ist. Niemand hätte je sich ausdenken können, wie weit Gott gehen kann, um zu uns zu kommen. Wir hätten gesagt zu Gott, das kannst du nicht machen. Du bist der König des Weltalls. Du bist der Allmächtige. Du kannst doch nicht ohnmächtig werden. Du bist der Unbegrenzte. Du kannst dich noch nicht eingrenzen. Du bist der Unverletzliche. Wie kannst du dich verletzlich machen? Weißt du nicht, welches Risiko, lieber Gott, du eingehst damit? Also ich würde das dir nicht raten. Die machen mit dir, was sie wollen. Ja, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollen. Denn der in der Krippe ist auch der am Kreuz. Und der am Kreuz ist auch der, der leuchtend als der Sieger über Sünde und Tod emporsteigt, zurück zum Vater, um bei uns zu bleiben, geheimnisvoll, sein Herz zurückzulassen in der Eucharistie. Ich habe schon öfter gesagt, wenn jemand das erfunden hätte, das wäre die schönste Geschichte der Welt. Und das Schöne ist, das ist keine Geschichte, das ist Realität. Und damit wir das begreifen, verwendet Johannes der Apostel eine Sprache, die uns fast ein bisschen zu derb ist. Und das Wort ist Fleisch geworden. Na, das klingt ja gar nicht nobel. Aber dass wir es begreifen, der ist wirklich in der Krippe gelegen. Er ist wirklich berührbar geworden. Er hat wirklich das Land von Israel durchwandert. Er ist wirklich auf Erden erschienen. Und wenn wir jetzt sagen würden, es wäre doch schön, wenn man ihn damals besuchen hätte können. Man hätte damals Hirte sein müssen, um gerufen zu sein an die Krippe. Diese Realität erfahren wir in jeder Messe. Wenn die Eucharistie in unserer Mitte ist, dann ist es er. Und wir sind da im Vorteil gegenüber den Hirten sogar. Wir sehen ihn zwar nicht direkt, aber die Hirten durften ihn nicht mitnehmen. Sie nehmen ihn heute mit nach Hause. Sie nehmen ihn mit, den kleinen Jesus in der Eucharistie. Und es sind vielleicht manche mit uns jetzt via Internet verbunden, entweder direkt oder zu Hause. Ich weiß, dass manche nicht da sind, weil sie jetzt gerade das Weihnachtsessen zubereiten. Und das ist ja auch für die Hausfrauen gar nicht so einfach, diese Tage. Da ist ja so viel zu tun. Und da gibt es einen Besuch und da kommt ein Besuch. Und das ist ja wunderschön, aber es ist auch mit Arbeit verbunden. Aber dass sie wissen, dass sie auch daheim zwischen den Kochtöpfen singen können, liebes Jesulein. Das Schöne ist, beim Internet, bei YouTube, man kann es dann wieder aufrufen, dann können sie es immer wieder hören, dann können sie es auswendig. Also für daheim zum Üben geht es das dann via Internet. Und singen sie immer wieder, liebes Jesulein. Und wir haben immer wieder ganz große Bedrängnisse, die wir erleiden oder Traurigkeiten, die über uns kommen oder Depression oder ja, irgend Dinge, die uns wegziehen von diesem Geheimnis, dann singen sie sich das Geheimnis ins Herz. Er bleibt bei uns. Der kleine Jesus geht mit uns. Ja, es gibt verschiedene Arten, das Geheimnis zu betrachten. Das ein Matthäus, Markus, Lukas, da fliegt die Drohne ganz, ganz, ganz nieder über der Krippe. Da wird jede Einzelheit bis hin zum Ochs und Esel, die sich da angesiedelt haben im Weihnachtsgeheimnis. Da sieht man das Stroh der Krippe, da sieht man vielleicht diese Höhle und was man alles sieht. Aber der Hebräerbrief oder auch besonders natürlich Johannes, der lädt uns ein zu einem Stratosphärenflug. Also das ist ganz hohe Flughöhe. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Heuer hat mich versprochen beim Evangelium, ausgerechnet bei dem wichtigsten Satz. Also im Anfang war das Wort. Da war gar nichts. Keine Welt, nichts. Und das Wort war bei Gott. Es ist Jesus. Und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Es ist alles durch ihn geschaffen.
Und nichts, was geworden ist, ist ohne ihn geworden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich sage das deswegen so laut, damit es sich bei Ihnen einprägt. Das ritzt man ein in die Herzen. Und wenn es Ihnen einmal schlecht geht und wenn Sie glauben, das Böse ist stärker in dieser Welt, nein. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wüten des Satans, er wollte ihn zu Schnitzelfleisch machen. Keine Chance. Er hat den Tod besiegt, blutüberströmt, gegeißelt, misshandelt, angespuckt, verkannt. Und die Liebe hat gesiegt. Denken Sie das, wenn es irgendwie einmal zwischenmenschlich, kann es einmal gewaltig krachen. Die Liebe hat gesiegt. Oder noch einmal die Worte, die Finsternis wird mich jetzt nicht erfassen. Nein, dem Satan gehe ich nicht auf den Leim. Denn ein Vogel, der auf den Leim geht, kann nicht mehr fliegen. Die Liebe siegt. Denken wir jetzt daran, die Liebe Gottes liegt in der Krippe und in wenigen Minuten liegt sie in der Krippe unseres Herzens. Denken Sie daran, wenn der Alltag wieder kommt, manche sagen, naja, jetzt ist dann Christtag, na, und dann ist schon wieder vorbei Weihnachten. Es ist nicht vorbei. Die Finsternis, die auch in Ihnen liegt, wird dieses Licht nicht erfassen. Augustinus, glaube ich, weiß, der das Wort gehört hat von Jesus bei der Kommunion. Nichts du wirst mich in dich verwandeln. Ich werde dich in mich verwandeln. Ein wunderschönes Wort. Und der heilige Augustinus, der hat ein ziemlich gottfernes Leben einmal geführt. Ja, das möchte ich Ihnen heute mitgeben. Die Finsternis hat das Licht nicht erfasst. Und die Liebe hat gesiegt und wird siegen. Amen. Dieses Geheimnis bekennen wir jetzt im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater.